Kennst du die wahre Geschichte der Dinosaurier? Nur wenige ausgestorbene Tiere haben so viel Leidenschaft geweckt wie die Dinosaurier. Die Begeisterung für diese Tiere ist so groß, dass uns einige Dinosaurier wie der Tyrannosaurus oder der Triceratops manchmal vertrauter vorkommen als viele der heutigen Lebewesen. Sind sie alle riesig, wild und dumm? Sind wirklich alle Dinosaurier von der Erde verschwunden? Liebe Reisende, herzlich willkommen! Heute machen wir uns auf den Weg, um die verlorene Welt der Dinosaurier auf einer unglaublichen Reise in die Vergangenheit zu erkunden. Aber bevor du dich auf ein neues Abenteuer einlässt, denke daran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du nichts verpasst. Vielen Dank und eine tolle Reise! Seit der Entdeckung von Dinosaurierknochen im Jahr 1842 durch den englischen Paläontologen Richard Owen, der als erster den Begriff Dinosaurier verwendete, folgten eine Vielzahl von Entdeckungen. Neue Arten natürlich, denn inzwischen gibt es über 1200 von ihnen, aber auch neue Informationen über ihre Lebensweise, ihre körperlichen Fähigkeiten, ihr Verhalten, ihre Jagdtechniken und Überlebensstrategien. In den letzten Jahren haben wir eine Entdeckung nach der anderen gemacht. Die Technologie hat es möglich gemacht, Licht in die Grauzonen des Lebens der Dinosaurier, ihrer körperlichen Fähigkeiten und ihrer intellektuellen Fertigkeiten zu bringen. Warum hat die Geschichte der Dinosaurier so viele Wendungen erfahren? Fakten, die vor Jahrzehnten behauptet wurden, werden jetzt widerlegt. Sind wir uns am Ende wirklich sicher, was wir über das Thema sagen? Natürlich ist nicht alles, was wir über Dinosaurier wissen, falsch. Es gibt tatsächlich Fehlinterpretationen und falsche Fährten, die verfolgt wurden. Volksglauben und vorgefasste Meinungen, die schwer zu erschüttern sind. Aber trotzdem ist der Großteil unserer Informationen über diese Tiere immer noch aktuell. Die Geschichte der Dinosaurier ist uralt und deshalb schwer zu fassen. Das ist natürlich auch der Hauptgrund, warum es so schwierig ist, ihre Überreste zu analysieren. Sie haben viele Spuren auf ihrem Weg hinterlassen. Aber es ist immer kompliziert, Elemente zu verarbeiten, die Dutzende oder sogar Hunderte von Millionen Jahren alt sind. Ein weiterer Grund für Fehler bei der Analyse und Interpretation ist die lange Zeit, die sie auf der Erde waren. Die Zeit der Dinosaurier ist so lange her, dass sie manchmal viel kürzer erscheint, als sie tatsächlich war. Sie beherrschten die Erde für fast 165 Millionen Jahre. Wenn man die Geschichte der Erde von ihrer Entstehung bis heute als ein Jahr messen würde, wären die Dinosaurier 14 Tage auf der Erde gewesen. Das hört sich vielleicht nicht nach viel an, ist aber viel beeindruckender als die Zeit, die der moderne Mensch, der Homo sapiens, braucht. 35 Minuten im selben Jahr. Wenn wir in der Zeit bis zur Ankunft der allerersten Dinosaurier zurückgehen, befinden wir uns in der Triaszeit vor etwa 250 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit, nach einer beispiellosen biologischen Krise, kamen die Dinosaurier auf die Erde. Unser Planet erlebte mehrere Massenaussterben, darunter auch dasjenige, das der Existenz der nicht-avischen Dinosaurier rund 165 Millionen Jahre später ein Ende setzte. Letzteres ist in der Öffentlichkeit zweifelsohne am bekanntesten. Weniger bekannt ist jedoch, dass es weder das einzige noch das wichtigste war. Das Aussterben, das das Ende des Perms und den Beginn der Trias markiert und das wir uns gleich ansehen werden, war mit keinem anderen vergleichbar.
Es war das verheerendste Aussterben von allen. Dieses Massenaussterben fand vor etwa 252 Millionen Jahren statt. Wie wir gesehen haben, markiert es die Grenze zwischen den geologischen Perioden Perm und Trias und damit zwischen dem Paläozoikum und dem Mesozoikum. Und das Zeitalter der Dinosaurier ist das Mesozoikum. Dieses Zeitalter besteht wiederum aus der Trias, dem Jura und der Kreidezeit. Im Moment befinden wir uns zwischen dem Perm und der Trias, inmitten des Chaos, das überall auf der Welt herrscht. In der kollektiven Vorstellung ist ein Aussterben gewaltig, plötzlich und sehr schnell. Es würde wie eine gigantische Bombe einschlagen, die drei Viertel der Erde in einem Bruchteil einer Sekunde auslöschen könnte. Entgegen der landläufigen Meinung erstreckt sich dieses Aussterben über mehrere tausend Jahre und hat viele Ursachen. Seit 2021 wissen wir ein wenig mehr über die Ursprünge des Perm-Trias-Aussterbens. Lange Zeit dachte man, dass nur die Vulkane der sibirischen Traps für das bevorstehende Chaos verantwortlich waren. Aber jetzt wissen wir, dass es wahrscheinlich ein bisschen komplexer ist als das. Während die sibirische Vulkanaktivität zeitlich perfekt zu diesen Klimaveränderungen passt, wirft eine in Nature Geoscience veröffentlichte Studie Licht auf eine andere, sehr intensive, heftige irdische Aktivität, die sich über einen langen Zeitraum erstreckt. Dabei handelt es sich um australische, vulkanische Aktivität. Sie war älter als die sibirischen Fallen und dauerte fast 4 Millionen Jahre an. Nach den neuesten Ergebnissen dieser Studie, die im Mai 2022 veröffentlicht wurde, könnte diese Aktivität eine Klimaveränderung vor dem Aussterbeereignis erklären, die vor mehreren tausend Jahren begann, insbesondere im Ozean. Diese frühere, länger andauernde Veränderung ist viel wahrscheinlicher als ein schnelles, heftiges Ergebnis. Der Klimawandel ist ein allmählicher Prozess, aber er wirkt sich auf alle Elemente des Biotops und der Biozönose aus. Die Folgen sind irreparabel. Die sibirischen Traps sind vor allem durch riesige Ausbrüche basaltischer Lava gekennzeichnet. In Australien ist die Lage anders. Die Eruptionsaktivität ist hoch, aber auch sehr heftig. Australische Supereruptionen sollen durch katastrophale Explosionen gekennzeichnet gewesen sein, bei denen riesige Mengen an Asche und Gas in die Atmosphäre geschleudert wurden. Diese Ascheablagerungen sind heute in zahlreichen Sedimentreihen im Osten Australiens zu finden. Forscher glauben, dass dies die heftigsten Eruptionen sein könnten, die die Erde je gesehen hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese explosiven Eruptionen mit der massiven Freisetzung von Treibhausgasen einhergingen und so den klimatischen Umbruch auslösten, der zu der biologischen Krise am Ende des Perms führte. Dennoch kann vulkanische Aktivität in den Traps nicht ausgeschlossen werden. Sagen wir mal so, die sibirischen Traps sind zwar nicht die alleinige Ursache, aber sie könnten der letzte Strohhalm sein. Laut einer Studie aus dem Jahr 2021 für PNAS, die von mehreren norwegischen, amerikanischen, chinesischen und niederländischen Wissenschaftlern durchgeführt wurde, ist der massive und schnelle Ausstoß von vorwiegend vulkanischem CO2 für die permisch-triassische biologische Krise verantwortlich. Das vulkanische Phänomen führte zu einem geschätzten Temperaturanstieg von 5 bis 8 Grad Celsius. Ein Unterschied dieser Größenordnung hat zwangsläufig kolossale Auswirkungen auf das Biotop und die Biozönose. Alle Ökosysteme sind bedroht. Die globale Erwärmung und die Versauerung der Ozeane haben den Planeten unerträglich gemacht, erklären die Wissenschaftler. Bei dieser ökologischen Katastrophe waren die Ozeane als erste betroffen
und wurden zu toten Zonen. Durch die Zersetzung von Wasserpflanzen und Tieren entstanden Wolken aus giftigen Gasen. Die Luft wurde unatembar und erstickend. Während der Perm-Trias-Periode verschwand fast die gesamte Artenvielfalt in weniger als 100.000 Jahren. 96% der marinen Arten und über 75% der terrestrischen Arten wurden vernichtet. Aber die Natur erhebt sich immer wieder aus der Asche. Nach dieser beispiellosen Krise hat es das Leben geschafft, sich selbst neues Leben einzuhauchen. Einige Arten haben überlebt, andere stehen kurz vor der Blüte. Wenn es der Natur gelingt, ihre Rechte zurückzufordern, ist das nicht ohne Schwierigkeiten. Es hat mehrere Millionen Jahre gedauert, bis Flora und Fauna zahlreiche Gebiete wieder in Besitz genommen haben. Einige Arten haben das Schlimmste überstanden. Dazu gehören Synapsiden wie die Cynodonten, Vorfahren der modernen Säugetiere und die Kronengruppe der Archosaurier, die das gesamte sekundäre Zeitalter beherrschten, und Dinosaurier, fliegende Reptilien und Krokodile hervorbrachten. Die Archosaurier haben eines gemeinsam. Ihre Schädel weisen eine Öffnung vor der Augenhöhle auf, das sogenannte Anteorbitalfenster. Aber wir werden bald Zeit haben, mehr über sie zu erzählen. Jetzt ist es an der Zeit, einige ihrer Nachkommen kennenzulernen. Dinosaurier sind außergewöhnliche Tiere. Sie lebten Millionen von Jahren auf der Erde und haben uns viel zu lehren. Dank der Technologie und einer gesunden Portion wissenschaftlicher Erkenntnisse und Studien können wir eine virtuelle Reise in das Mesozoikum antreten. Nimm Platz und mach es dir gemütlich. Das Abenteuer beginnt in der Trias und deine Reise beginnt jetzt. Hier sind wir im Land der Dinosaurier. Das ist Pangäa. Ein riesiger Ozean, Pantalassa genannt, umgibt diese Landmasse und bildet einen einzigen Kontinent. Entgegen der landläufigen Meinung gibt es in Pangäa kein einheitliches Klima. Das Land der Dinosaurier war weder ein riesiger Sumpf, soweit das Auge reichte, noch ein fast tropischer Dschungel. Das Klima war nicht auf beiden Seiten des Kontinents gleich. Im Zentrum von Pangäa, das das heutige Europa, Amerika und Afrika umfasst, herrschte überwiegend Wüstenklima. Im heutigen Indien, Sibirien und sogar in der Antarktis herrscht dagegen ein gemäßigtes Klima. Die Erde war weit von dem entfernt, was wir heute kennen. Es ist, als hätte jemand alle Teile des Puzzles durcheinander gebracht. Nichts scheint zueinander zu passen. Und doch war die Erde über zig Millionen Jahre hinweg so aufgebaut. Dieses einzigartige Land war auch die Wiege der Dinosaurier. Diese Tiere erlebten eine Vielzahl von Klimazonen und geologischen Perioden und passten sich an verschiedene Umgebungen an, von Wüsten über Berge bis hin zu Dschungeln. Vor etwa 230 Millionen Jahren tauchten die ersten Mitglieder der Dinosauriergruppe auf. Je nach geografischer Zone, Umwelt und Klima passten sich die Tiere unterschiedlich an. Wenn du dich an unsere kleine Einführung erinnerst, haben wir fast 1200 Arten erwähnt. Und das sind nur die Arten, die dem Menschen bekannt sind. Du kannst dir also vorstellen, welche Vielfalt in dieser großen Familie herrschte. Wenn wir an Dinosaurier denken, denken wir sofort an große Tiere. Aber die frühesten Dinosaurier-Exemplare sind weit entfernt von dem üblichen Klischee der Riesendinosaurier. Die ältesten bestätigten Dinosaurier, die vor 230 Millionen Jahren lebten, waren Saurier.
Da wäre zunächst einmal Saturnalia, ein Dinosaurier, dessen Klassifizierung bis 2007 lange umstritten war, da er sowohl Merkmale von Sauropodomorphen als auch von Theropoden aufweist. Er misst etwa 1 bis 2 Meter in der Länge und ist wahrscheinlich nicht größer als die Knie eines Erwachsenen. Zur gleichen Zeit gab es auch den Staurikosaurus. Dieser Vorfahre der Sauropoden und Theropoden wurde in Südamerika entdeckt. Es ist schwer, ihn genau zu beschreiben, weil wir hier an unsere wissenschaftlichen Grenzen stoßen. Uns fehlen echte, identifizierbare und analysierbare Elemente. Mit den wenigen Überresten, die den Forschern zur Verfügung stehen, konnten sie Schätzungen anstellen. Nach der Größe seines Kiefers zu urteilen, scheint es sich um einen der kleineren Dinosaurier zu handeln, der nur 2 Meter lang war. Wahrscheinlich wog er kaum 30 Kilogramm. Seine scharfen Zähne lassen auf eine fleischfressende Ernährung schließen. Das ist so ziemlich alles, was wir über ihn wissen. Dann gibt es noch den Hererasaurus. Auch er ist ein zweibeiniger Fleischfresser. Er ist zwischen 3 und 5 Meter lang, knapp 1 Meter hoch und wiegt zwischen 200 und 350 Kilogramm. Er ist ein ziemlich furchterregender Fleischfresser. Er hat einen Kiefer mit einem flexiblen Gelenk und scharfen, gebogenen Zähnen. Mit diesen Zähnen kann er allen Wirbeltieren in seinem Ökosystem das Fleisch vom Leib reißen. Dazu gehören Pflanzenfresser aus der Ordnung der Rhynchosaurier wie Hyperodapedon huxley und der Ordnung der Dicynodonten sowie Allesfresser aus der Ordnung der Ethosaurier wie Aetosauroides galliae. Ein weiterer Dinosaurier in der Kategorie der Federgewichte ist der Eoraptor. Auch er ist sehr klein, verglichen mit dem Diplodocus oder Brachiosaurus, die Kindergeschichten über Dinosaurier illustrieren. Er ist nur 1 Meter lang und 40 Zentimeter hoch. Er war wahrscheinlich eher ein Allesfresser. Er hatte 5 Finger an jeder Hand. Die 3 längsten endeten in großen Klauen, die er benutzte, um seine Beute festzuhalten. Er stürzte sich schnell auf sie, um sie zu überrumpeln und die Chancen zu seinen Gunsten zu erhöhen. Dank seiner großen Klauen konnte er aber auch Pflanzen fangen. Man geht davon aus, dass er sich von kleinen Tieren, zarten Blättern und Früchten ernährte. Paläontologen, die die Überreste von Eoraptor untersucht haben, glauben, dass er einer der ältesten bekannten Dinosaurier ist. Warum glauben sie das? Weil er kein hochentwickeltes Raubtier ist. Alle Beweise deuten darauf hin, dass er sozusagen ein primitiver Dinosaurier ist. Anders als Theropoden hat er keinen glatten Unterkiefer, mit dem er seine Beute festhalten kann. Auch sind nur wenige seiner Zähne gebogen und gekerbt. Bei einem weiterentwickelten Raubtier haben alle Zähne diese Form angenommen. Dennoch wissen wir, dass Eoraptor zu den Sauriern gehörte, dank der Form seiner Oberschenkel und seines Beckens. Eoraptor ist also älter als Hererasaurus. Schließlich gibt es noch Alvalkeria, einen kleinen, zweibeinigen Allesfresser, der viele Ähnlichkeiten mit Eoraptor aufweist und als basaler Saurier gilt. Dies sind die ersten kleinen Dinosaurier, denen du in der Triaszeit begegnet sein könntest. Aber auch andere Dinosaurier, selbst in der Jurazeit, waren klein. Compsognathus ist nicht länger als 1 Meter und wiegt etwa 2,5 Kilogramm. Trotzdem hat er sich im Land der Giganten einen Namen gemacht, genau wie der Anchiornis. Er misst nicht mehr als 30 cm in der Höhe. Sein vogelähnliches Aussehen hat den Wissenschaftlern die Einordnung des Tieres erschwert. Aber Michael Pittman,
ein Paläontologe von der Universität Hongkong, und einige seiner Kollegen glauben ernsthaft, dass er entweder ein primitiver Vogel oder ein vogelähnlicher Troodontiden-Dinosaurier war. Mit anderen Worten, er ist ein primitives Mitglied der Dinosauriergruppe, zu der Vögel und vogelähnliche Dinosaurier gehören. Ihre nächsten gemeinsamen Vorfahren haben sie mit den Vögeln. Auch in der Kreidezeit können wir noch kleine Dinosaurier antreffen. Im Jahr 2022 entdeckten Wissenschaftler einen von ihnen. Die Paläontologen veröffentlichten ihre Entdeckung in Scientific Reports und beschrieben einen Dinosaurier, der zwischen 94 und 97 Millionen Jahre alt ist. Er ist etwa 1,5 Meter lang, einschließlich seines Schwanzes, und wiegt zwischen 4 und 7 Kilogramm, etwa so viel wie eine Hauskatze. Das Tier ist robust, weiß sich aber zu schützen. Fossilien haben das Vorhandensein einer Reihe von Knochenplatten zwischen dem Hals und dem Schwanz gezeigt. Das ist Yakapil caniocura. Nicht alle Dinosaurier waren Giganten. Wir könnten noch viele andere Dinosaurier von bescheidener Größe erwähnen, aber ich möchte dir von den Ursprüngen dieser Tiere erzählen. Über ihre Vorfahren, die genauso bescheiden groß waren wie die, die wir gerade erwähnt haben. Die ersten Dinosaurier tauchten am Ende der Triaszeit auf. Ihre Anatomie weist eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf, weshalb sie eine Gruppe bilden und man davon ausgeht, dass sie einen gemeinsamen Vorfahren haben. Sie haben reduzierte vierte und fünfte Finger, vier Beine, einen Schwanz, dicke Haut und ein Becken, das durch drei oder mehr Kreuzbeinwirbel verbunden ist. Außerdem haben sie eine eierlegende Fortpflanzung und Beine, die sich unter dem Körper und nicht an den Seiten befinden. Das ist es, was die Dinosaurier innerhalb der gleichen Familie vereint und es uns ermöglicht, ihnen einen gemeinsamen Ursprung und einen gemeinsamen Vorfahren zuzuschreiben. Wer war also der Vorfahre der Dinosaurier? Dieser gemeinsame Vorfahre ist unter den kleinen, sehr leicht gebauten Archosauriern zu finden, die die ersten Anpassungen der Dinosaurier an den Bewegungsapparat aufweisen, wie zum Beispiel Marasuchus, der in der mittleren Trias von Argentinien entdeckt wurde, oder Conconar von Keli. Wir interessieren uns vor allem für den letzteren, der nur 10 cm groß ist. Kannst du dir das vorstellen? Nur 10 cm und doch ist er der Vater von Kolossen wie Diplodocus, Argentinosaurus, Brachiosaurus, T-Rex, Stegosaurus und Triceratops, die viel größer sind als er. Conconaphon ist klein, sehr klein, wenn du seine Maße mit denen der bekannten Dinosaurier vergleichst. Aber er ist einer der letzten gemeinsamen Vorfahren von Dinosauriern und Flugsauriern. Er steht also ganz am Anfang der Evolution zu den Dinosauriern. Dinosaurier und Pterosaurier gehören zur Klade der Ornithodiere, ihrem letzten gemeinsamen Vorfahren vor ihrer Trennung vor etwa 230 bis 240 Millionen Jahren. Conconar von Keli liegt nahe an der Divergenz zwischen Dinosauriern und Pterosauriern. Es könnte daher eines der fehlenden Glieder in der biologischen Evolution sein. Aber wie hat es diese kleine Kreatur geschafft, zu überleben und die Klimakrisen zu überstehen? Wie wir oben gesehen haben, führte die permisch-triassische Krise zu einem Rückgang der Artenvielfalt. Da sich dieser Rückgang der Artenvielfalt auf die Pflanzenwelt auswirkte, ging die Sauerstoffproduktion zurück. Der Sauerstoffmangel in der Atmosphäre hätte Arten mit Luftsäcken, wie die Vorfahren der Dinosaurier, begünstigt.
Letztere hatten, wie Kongo-Nafon, auch Daunen, die ihre Haut bedeckten. Das hätte ihre Wärmeregulierung erleichtert. Da die zweite Hälfte der Trias von extremen klimatischen Veränderungen geprägt war, mit sehr heißen Tagen, gefolgt von sehr kalten Nächten, hätten die kleinen Federn dem Tier geholfen, eine angenehme Innentemperatur zu halten. Apropos Ursprung und Evolution. Du hast vielleicht bemerkt, dass die Dinosaurierarten sehr vielfältig sind? Es ist eine sehr heterogene Gruppe und doch ordnen wir sie alle in dieselbe Gruppe ein. Es ist schwer, eine große Ähnlichkeit zwischen dem Anchiornis und dem Ankylosaurus zu finden, nicht wahr? Und doch gehören sie zur selben Gruppe. Und wir werden herausfinden, warum. Um Dinosaurier besser schätzen und verstehen zu können, ist es wichtig, sie zu unterscheiden und zu klassifizieren. Es gibt zwei Hauptgruppen von Dinosauriern. Manchmal verwechseln wir diese Gruppen mit ihrer Ernährung, ob sie Fleisch- oder Pflanzenfresser sind, oder mit ihrer Haltung, ob sie auf zwei oder vier Beinen stehen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen liegt in ihrem Becken. Die Ausrichtung des Schambeins, eines Knochens im Becken der Tetrapoden, zeigt bei den Sauriern nach unten und nach vorne und bei den Ornithischiern eher nach hinten. Wenn wir herausfinden und verstehen, was diese beiden Gruppen unterscheidet, können wir mehr über Dinosaurier erfahren. Die Saurier unterschieden sich vor etwa 230 Millionen Jahren. Sie werden selbst in zwei Gruppen unterteilt. Erstens gibt es die Theropoden. Theropod bedeutet Tierfüße. Theropodenfossilien wurden auf allen Kontinenten in Gesteinen entdeckt, die von der Obertrias bis zur Oberkreide reichen, also von vor etwa 225 bis 65 Millionen Jahren. Theropoden sind zweibeinig und in der Regel Fleischfresser. Ihre hinteren Gliedmaßen dienen als Stütze und zur Fortbewegung. Die vorderen Gliedmaßen sind kurz, aber mit beweglichen Fingern ausgestattet. Diese Finger sind zweifelsohne zum Greifen und Reißen von Beute geeignet. Es gibt mehrere große Gruppen von Theropoden. Die älteste ist der Ceratosaurus. Ihre Größe reicht vom winzigen Coelophysis, der weniger als 2 Meter lang ist, bis zum Ceratosaurus, der etwa 6 Meter lang ist. Dann gibt es noch die Tetanurier. Das sind die Nachfolger der Ceratosaurier, die wir gerade gesehen haben. Zu den Tetanuriern gehören Carnosaurier wie Allosaurus und Coelurosaurier, eine größere Gruppe, zu der auch Tyrannosaurier, Dromaeosaurier und Straußendinosaurier gehören. Sowohl bei den Coelurosauriern als auch bei den Carnosauriern waren viele Knochen hohl und die Kiefer trugen in der Regel scharfe, gebogene Zähne über die gesamte Länge. Herrasaurus, einer der ältesten bekannten Dinosaurier, war zweifellos ein Theropode oder einer seiner nahen Verwandten. Coelophysis war wahrscheinlich einer der ersten Theropoden. Zu dieser Gruppe gehören auch Tyrannosaurus, Velociraptor und Baryonyx. Diese Zweibeiner variieren in ihrer Größe. Sie können zwischen ein paar Kilo und fast 6 Tonnen wiegen. Sauropodomorphe sind Vierbeiner, in der Regel Pflanzenfresser. Sie haben kleine Köpfe, die auf langen Hälsen ruhen. Außerdem haben sie lange Schwänze. Ihr Gruppenname bedeutet echsenfüßige Form. In der späten Trias gab es 2 Hauptgruppen von sauropodomorphen Tieren. Die Prosauropoden, was vor den Echsenfüßen und damit vor den Sauropoden bedeutet, waren mittelgroß wie Lophengosaurus. Dann gab es die Sauropoden, also die Echsenfüßer,
die gigantische Größen erreichen konnten, wie Apatosaurus. Diplodocus und Argentinosaurus gehören zu dieser Gruppe. Sie hatten imposante Körper und große Mägen, die es ihnen ermöglichten, große Mengen an Laub zu verdauen. Die meisten hatten auch Daumen, die in großen Krallen endeten. Plateosaurus ist ein gutes Beispiel für einen Sauropodomorphen. Er misst zwischen 8 und 9 Metern in der Länge. Er bewegt sich wahrscheinlich die meiste Zeit auf seinen 4 Beinen fort. Er kann aber auch auf seinen beiden Hinterbeinen aufrecht stehen. Prosauropoden und Sauropoden verbreiteten sich über die ganze Welt. Während die Prosauropoden im Unterjura verschwanden, setzten die Sauropoden ihre Diversifizierung während des gesamten Mesozoikums fort. Ihre große Gruppe sind die Ornithischia. Ein großer Teil des Schambeins ist nach unten und nach hinten gerichtet wie bei den Vögeln und nicht nach unten und nach vorne wie bei den meisten Reptilien. Wenn es um Vögel geht, sind wir also geneigt zu denken, dass ihre Vorfahren Ornithischia waren. Und so paradox es auch klingen mag, Vögel stammen von saurischen Dinosauriern ab. Aber zurück zur Gruppe der Dinosaurier mit vogelähnlichen Becken. Die Ornithischia können in 2 Untergruppen unterteilt werden, die Therapoden und die Thyreophoren. Thyreophorus bedeutet Schildträger. Sie haben einen Panzer auf dem Rücken mit Knochenplatten, aber manchmal auch Stacheln oder Sporen. Als Pflanzenfresser sind Thyreophoren gepanzerte Dinosaurier und größtenteils vierbeinig. Sie umfassen 2 Hauptgruppen, Stegosaurier und Ankylosaurier. Diese beiden Gruppen haben nicht nur den Hautpanzer gemeinsam, sondern auch eine Reihe anderer Merkmale, wie zum Beispiel ihre kleinen, in einer einzigen gebogenen Reihe angeordneten Zähne. Beide Gruppen stammen von einer Reihe kleiner, gepanzerter Dinosaurier wie Scutellosaurus und Celidosaurus aus dem Unterjura ab. Zu den Therapoden gehören die Ornithopoden, Pachycephalosaurier und Ceratopsia, wobei die letzten beiden Gruppen oft unter dem Namen Marginocephalen zusammengefasst werden. Ornithopoden sind vom Beginn des Jura bis zum Ende der Kreidezeit bekannt. Sie gehören damit zu den Dinosaurierlinien, die den größten und längsten evolutionären Erfolg hatten. Zu dieser Gruppe gehören die Fabrosauriden, Heterodontosauriden, Hypsilophododontiden, Iguanodontiden und Hadrosauriden. Fabrosaurier sind die ältesten und primitivsten Ornithopoden. Diese kleinen, leicht gebauten Dinosaurier wurden 60 bis 120 cm lang. Hadrosaurier hingegen konnten eine Länge von 9 bis 11 Metern erreichen. Sie sind Dinosaurier mit Entenschnabel. Ihre hinteren Zähne, die sich im Inneren der Wangen befanden, waren sehr gut zum Kauen von Pflanzen geeignet. Sie zogen in Herden umher und kümmerten sich um ihre Jungen, die bei der Geburt noch sehr unreif waren, wie es bei den meisten Säugetieren und Vögeln heute der Fall ist. Zu den Hadrosauriern gehören Shantungosaurus, Parasaurolophus und Lambeosaurus. Hypsilophodontide sind große Läufer. Sie werden zwischen 1,5 und 4 Meter lang. Zu dieser Gruppe gehört Hypsilophodon. Unter den Iguanidae finden wir natürlich einen der beliebtesten Dinosaurier, den Iguanodon. Ausgestattet mit komplexen Zähnen, die typisch für fortgeschrittene Ornithopoden sind, ist er der größte seiner Art und erreicht eine Länge von bis zu 11 Metern. Hier ist, was wir von der großen Dinosaurierfamilie und den Gruppen der Saurier und Ornithopoden lernen können.
Trotz ihrer großen Unterschiede haben die Dinosaurier viele Gemeinsamkeiten und einen gemeinsamen Ursprung. Die biologische Evolution hat die Familie mit Gruppen und Untergruppen vergrößert. Aber eine Sache haben wir vergessen zu erwähnen. Wir haben keine Meeressaurier oder Flugsaurier erwähnt. Gehören sie deiner Meinung nach zu den Sauriern oder den Ornithischiern? Nun, wir können sie nicht in die Familie der Dinosaurier einordnen, aus dem einfachen Grund, weil sie keine Dinosaurier sind. Diese Meeresreptilien aus der Ära der Dinosaurier werden manchmal als Meeressaurier bezeichnet. Scheinbar logisch. Aber Dinosaurier sind nur Landtiere. Kein Dinosaurier lebte ausschließlich im Wasser. Meeresreptilien, die fälschlicherweise für Dinosaurier gehalten werden, haben nicht dieselben Merkmale, Ursprünge oder gemeinsamen Vorfahren wie Dinosaurier. Sie gehören daher nicht zur gleichen Gruppe wie Dinosaurier. Ichthyosaurus, Plesiosaurus und Mosasaurus sind Meeresreptilien. Warum wird zwischen diesen beiden Familien, Dinosauriern und Meeresreptilien, unterschieden? Warum ist das Tier, das wir hier sehen, das sich im Meer bewegt, kein Dinosaurier? Obwohl es im Mesozoikum zur gleichen Zeit wie die Dinosaurier lebte. Wie wir gesehen haben, bilden bestimmte Kriterien zur Klassifizierung von Tieren die Grundlage für jede Familie, jede Klasse und jede Gruppe. Bei den Dinosauriern haben wir festgestellt, dass diese Tiere vier Beine hatten, die sich unter dem Bauch befanden. Das ist bei unseren Meeresreptilien nicht der Fall. Wie du sehen kannst, haben sie zwar vier Beine, aber nur an den Seiten, an den Flanken des Tieres und nicht unter dem Bauch. Dinosaurier und Meeresreptilien haben auch nicht denselben gemeinsamen Vorfahren. Meeresreptilien können also keine Dinosaurier sein. Wir sehen uns einen Ichthyosaurus an. Dieses Meeresungeheuer kann bis zu 20 Meter lang werden. Er ist ein sehr beliebtes Meeresreptil, das ein bisschen wie unsere heutigen Delfine aussieht. Dieses fleischfressende Reptil hatte eine verlängerte Schnauze und kräftige Kiefer mit scharfen Zähnen. Es ernährte sich von Fischen, Ammoniten, Kopffüßer mit spiralförmigen Schalen und Belemniten, Kopffüßer, die mit Tintenfischen verwandt sind. Wir stellen uns vor, dass er ein furchterregender Räuber ist. Das ist er auch seit fast 160 Millionen Jahren. Aber seine Lebensweise auf diese Eigenschaft zu beschränken, ist ein bisschen zu einfach. Im Gegensatz zu unserer Vorstellung von einem einsamen, aggressiven Raubtier, war Ichthyosaurus auch ein soziales Tier. Eine aktuelle Studie über das Verhalten von Ichthyosauriern wurde im November 2022 in der Zeitschrift Cell veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Ichthyosaurus ähnliche Gewohnheiten hatte wie unsere Wale. Ichthyosaurier wanderten ausgiebig und lebten, vor allem während der Geburtenzeiten, in Gruppen. Das Paläontologenteam, das für diese Studie verantwortlich war, untersuchte mit einem Mikro-CT-Röntgenscanner ein genaues geografisches Gebiet. Eine Fossilienlagerstätte im Humboldt-Toyabi-Wald in Nevada, USA. Dort fanden sie Embryonen und Neugeborene einer Ichthyosaurierart namens Schonisaurus. Warum waren so viele junge Ichthyosaurier an einem Ort konzentriert? Das ist das Geheimnis, das Paläontologen zu lüften versuchen. Dank des Einsatzes von Technologie und verschiedenen Analysewerkzeugen konnte eine klimatische Ursache wie ein plötzlicher Temperaturwechsel ausgeschlossen werden. Ihr Ökosystem war durch nichts gestört worden. Auch eine Massenstrandung wurde ausgeschlossen,
denn die Wissenschaftler sind jetzt sicher, dass die Knochen auf den Meeresgrund gesunken sind. Es ist wahrscheinlich, dass es in dieser Region keine Nahrung für sie gab. Und trotzdem sehen wir eine große Anzahl von Neugeborenen und Embryos. Was sagt uns das also? Nun, der American National Forest, der als altertümliche Begräbnisstätte bezeichnet werden könnte, ist in Wirklichkeit ein altes Entbindungskrankenhaus. Ichthyosaurier versammelten sich hier, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Sie kehrten zweifelsohne an den Ort zurück, an dem sie Jahre zuvor ihre Jungen zur Welt gebracht hatten. Aber zurück zu den Dinosauriern. Genauer gesagt, den Flugsauriern, die wir noch nicht klassifiziert haben. Flugsaurier sind Teil des Dinosaurier-Bestiariums. Sie lebten in der gleichen Zeit. Aber Pterosaurier sind keine Dinosaurier. Dinosaurier sind ornithodiride diapside Archosaurier. Dieser eher barbarische Begriff bezieht sich auf eine Gruppe von Tieren. Sie besteht ausschließlich aus Dinosauriern und ihren Nachkommen und Pterosauriern. Dies sind die einzigen beiden Gruppen in dieser Tierklasse. Von allen verschiedenen Dinosauriergruppen sind die Pterosaurier am nächsten dran. Es ist also nicht verwunderlich, dass wir eine Familienähnlichkeit feststellen und dazu neigen, sie zu verwechseln. Pterosaurier waren die ersten Wirbeltiere, die den Himmel zähmten. Zumindest soweit wir wissen. Wie bei den Dinosauriern gibt es auch bei den Flugsauriern eine große Vielfalt an Arten. Einige, wie die Sorde, messen kaum 60 cm, während andere, wie die Anhanguera, fast 4,60 m groß werden. Der Pteranodon hat auch eine Flügelspannweite von über 6 Metern. Aber das ist nichts im Vergleich zum gigantischen Hatzegopteryx, der mit seinen ausgebreiteten Flügeln fast einen Bus überspannen könnte, mit seinen 10 Metern Spannweite. Der Grund, warum sie den Dinosauriern so nahe sind, ist, dass sie einen gemeinsamen Vorfahren haben. Irgendwann in ihrer Geschichte ließ die Evolution die Dinosaurier auf der einen Seite und die Pterosaurier auf der anderen Seite schlüpfen. Was geschah zwischen diesen gemeinsamen Vorfahren und den Pterosauriern? Was sind die Stufen der Evolution? Was sind die verschiedenen Glieder in der Kette, die zur Geburt der fliegenden Wirbeltiere und damit zum Schlüpfen der Pterosaurier führte? Nun, das Rätsel bleibt bestehen und die Frage ist noch immer unbeantwortet. Im Moment gibt es noch keine greifbaren Beweise, die dieses Rätsel wissenschaftlich vollständig lösen könnten. Zwischen dem gemeinsamen Vorfahren und den Flugsauriern sind Millionen von Jahren vergangen. Der körperliche Unterschied zwischen den beiden ist mehr als frappierend, denn der eine ist geflügelt und der andere wahrscheinlich ein kleines, vierbeiniges Landwirbeltier. Trotzdem sind die primitivsten Pterosaurier, die wir heute kennen, gut entwickelt und mehrere Arten existierten bereits zu dieser Zeit. Die Evolution war in vollem Gange. Das Stadium, das dieser Phase der Evolution vorausging, ist noch nicht bekannt. Damit aus dem Vorfahren der Pterosaurier echte Pterosaurier entstehen konnten, musste sich eine Art anders entwickelt haben als die anderen. Eine Art, die den Pterosauriern in Bezug auf ihr Aussehen oder ihre Flugfähigkeiten näher steht, aber auch etwas mit einer ausschließlich terrestrischen Art gemeinsam hat. Dieser Schlüsselart sind wir uns sicher, aber wir haben derzeit keine Fossilien, die es uns ermöglichen würden, das Puzzle zusammenzusetzen, um eine ausreichend solide Verbindung herzustellen, um dieses berühmte fehlende Glied zu finden. Dennoch scheint eine Hypothese seriöser zu sein als die anderen und könnte den Anschein einer Erklärung für das fehlende Glied erwecken.
Wenn eine Landwirbeltierart von Baum zu Baum springt oder bei ihrem Sprung sogar ein paar Sekunden schwebt, wie zum Beispiel einige Flughörnchen, dann wäre diese Art die Schlüsselart. Einige Wissenschaftler glauben, dass diese berühmte Art eine kleine Haut zwischen den Beinen hatte und wahrscheinlich in tropischen Wäldern lebte. Diese Entwicklung hätte es ihr ermöglicht, sich vor bodenbewohnenden Raubtieren zu schützen. Wenn diese Art tatsächlich in tropischen Wäldern gelebt hat, würde das erklären, warum wir keine fossilen Beweise für ihre Anwesenheit auf der Erde gefunden haben. Damit eine Fossilisierung möglich ist, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Unmittelbar nach dem Tod muss der Körper unter Sediment, Schlick oder Sand begraben werden, sonst zersetzt sich der Organismus vollständig. Wenn diese Ausgangsbedingungen erfüllt sind, bleiben die Skelettknochen erhalten, es entsteht Gestein, das die Knochen mineralisiert und so zu einer Art Stein und damit zu einem Fossil wird. Allerdings sind diese Bedingungen im Wald extrem selten, sodass wir nur sehr wenige Fossilien finden. Wenn man darüber nachdenkt, ist es ziemlich paradox, dass die Umwelt mit den wenigsten Fossilien auch die mit der größten Artenvielfalt ist. Wenn wir uns die heutigen Tropenwälder ansehen, beherbergen sie nämlich die größte Artenvielfalt. Wir müssen also abwarten, ob wir mehr über die Ursprünge der Flugsaurier herausfinden können. Wenn diese Frage unbeantwortet bleibt, gibt es viele andere über Dinosaurier, die bereits beantwortet wurden. Es ist an der Zeit, dass wir unsere Dinosaurier finden und die vielen Geheimnisse entdecken, die sie zu verraten haben. Wir haben den Unterschied zwischen Flugsauriern und Dinosauriern kennengelernt, den Unterschied zwischen Dinosauriern und Meeresreptilien und wir haben sogar die Klassifizierung der verschiedenen Dinosaurierarten überflogen. Aber um Dinosaurier wirklich zu verstehen, müssen wir noch weiter recherchieren. Ein Dinosaurier ist auch dafür bekannt, dass er ein kaltblütiges, wildes Reptil ist und nicht sehr intelligent. Aber lass uns im Lichte der neuesten Erkenntnisse in das Zeitalter des Mesozoikums zurücktauchen und herausfinden, wie das Leben der Dinosaurier aussah. Die Frage nach der Körpertemperatur der Dinosaurier taucht oft auf. Waren sie Kaltblüter oder Warmblüter? Man könnte meinen, dass diese Tiere kaltblütig waren. Sie sind Reptilien. Logischerweise würden wir sie also mit den uns bekannten Schlangen oder Echsen vergleichen. Aber auf der Evolutionsskala liegen die Dinosaurier zwischen Vögeln und Reptilien. Und Vögel sind Warmblüter. Was hat es also wirklich mit den Dinosauriern auf sich? Kürzlich wurden Forschungen durchgeführt und die Ergebnisse sind, gelinde gesagt, überraschend. Die Wissenschaftler, darunter die Paläobiologin Jasmina Wyman vom California Institute of Technology, setzten auf eine Technologie, genauer gesagt auf die Infrarotspektroskopie, die auf die Wechselwirkungen zwischen Molekülen und Licht abzielt. Mit anderen Worten, die Methode nutzt Infrarot, um die Anzahl der Abfallmoleküle in Fossilien zu bestimmen. Warum ist dieser Wert wichtig? Und welches Geheimnis birgt er für uns? Der Stoffwechsel eines Tieres läuft im Wesentlichen auf die Effizienz hinaus, mit der es Sauerstoff in Energie umwandelt. Warmblütige oder endotherme Tiere haben eine hohe Stoffwechselrate. Sie müssen große Mengen an Sauerstoff einatmen und mehr fressen, um ihre Körpertemperatur zu halten. Im Gegensatz dazu haben ektotherme oder kaltblütige Tiere wie Reptilien ein moderates Aktivitätsniveau und sind von äußeren Bedingungen abhängig, um ihre Körpertemperatur zu halten. Kurz gesagt, sie sonnen sich nicht zum Vergnügen, sondern aus der Notwendigkeit heraus. Sie haben eine niedrige Stoffwechselrate. Die Stoffwechselrate, das heißt, die mehr oder weniger große Fähigkeit, Sauerstoff in Lebensenergie umzuwandeln,
ist daher der überzeugendste Indikator für die Körpertemperatur. Der Verbrauch von Sauerstoff in einem Organismus hinterlässt Spuren. Die Technologie ermöglicht es uns, diese Spuren auf Fossilien zu entdecken. Diese Spuren in Form von Knochenresten können mit Infrarotlicht nachgewiesen werden. Wir können jetzt den Stoffwechsel aus einem neuen Blickwinkel untersuchen und die Stoffwechselrate berechnen. Sogar bei Tieren, die vor Millionen von Jahren verschwunden sind. Wenn diese Rate berechnet ist, können wir immer noch nicht die Körpertemperatur des versteinerten Tieres bestimmen. Diese Daten müssen mit anderen überprüften und validierten Daten verglichen werden, um eine Vergleichsskala zu erstellen. Ausgehend von dieser Größenskala, die für alle uns heute bekannten Tiere erstellt wurde, und durch den Vergleich dieser Daten können wir die Körpertemperatur der Tiere ableiten. Und Dinosaurier waren Warmblüter, zumindest die meisten von ihnen. Von den beiden großen Dinosauriergruppen, die wir bereits erwähnt haben, gab es unter den Ornithikern einige kaltblütige Exemplare wie den Triceratops. Aber seine große Halskrause hat zweifellos dazu beigetragen, seine Temperatur zu regulieren. Das gilt vielleicht auch für den Stegosaurus mit seiner Wirbelsäule, der ebenfalls einen niedrigen Stoffwechsel hatte. Sie waren massive, aber langsame Pflanzenfresser. Im Gegensatz dazu war die andere Gruppe, die Saurier, die zahlreichsten Arten und vor allem Nachkommen, wie zum Beispiel der T-Rex, im Wesentlichen warmblütig. Die Rekonstruktion der Biologie und Physiologie ausgestorbener Tiere ist eine der schwierigsten Aufgaben in der Paläontologie. Diese Studie fügt unserem Verständnis der Evolution ein grundlegendes Puzzleteil hinzu. Ihre Körpertemperatur gibt Aufschluss über ihre Lebensweise und Bedürfnisse. Die Entdeckung, dass die meisten Dinosaurier Warmblüter waren, ist eine kleine Revolution in der Welt der paläobiologischen Forschung. Wir wissen jetzt, dass Dinosaurier warmblütige Tiere waren, aber sie waren auch eierlegend. Mit anderen Worten, sie pflanzten sich über das Ei fort. Das amniotische Ei hat die biologische Evolution auf den Kopf gestellt. Bis zu dem nützlichen Schutz, den das Ei bietet, mussten sie ums Überleben kämpfen. In den ersten paar Milliarden Jahren konnte sich das Leben nur in einer aquatischen Umgebung etablieren. Wasser sorgte für Auftrieb. Aber an Land, wo es nur von Luft umgeben ist, war das nicht dasselbe. Das Skelett musste stärker, fester und stabiler werden. Die Haut musste dicker werden. Und die Fortpflanzungsweise musste sich anpassen. Während sich einige Tiere, vor allem Reptilien, an das Leben an Land gewöhnen, ist die Fortpflanzung komplizierter. Diese Tiere mussten ihre Eier im Wasser ablegen. Das Ei ist immer noch zerbrechlich. Es braucht nicht viel, um Leben auszubrüten. Ohne Schale oder Schutzmembran trocknet es außerhalb des Wassers aus und zerbricht das Leben, das es beherbergt. Mit der Zeit kommt das Fruchtwasserei zum Vorschein. Und damit ändert sich vieles. Die Schale verhindert die Verdunstung des Wassers im Innern und ermöglicht gleichzeitig den Austausch von Gasen im Inneren. Es gibt eine innere Membran, das Amnion, in dem eine Flüssigkeit das Fruchtwasser badet. Diese Flüssigkeit ist kostbar. Sie schützt das zukünftige Junge. Früher dachten wir, dass Dinosaurier kaltblütig waren, weil wir sie mit Reptilien verglichen. Um herauszufinden, wie lange Dinosaurier brauchen, um Eier auszubrüten, haben wir sie mit den Vögeln verglichen, die ihnen am nächsten stehen und ebenfalls Eier legen. Im Vergleich dazu schätzten Wissenschaftler die Brutzeit bei Dinosauriern auf 11 bis 85 Tage.
Doch dieser Durchschnittswert wird nun durch eine in den USA durchgeführte Studie in Frage gestellt, die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde. Darla Zelenitsky, Assistenzprofessorin für Geowissenschaften an der Universität von Calgary in Florida, und ihr Forscherteam nahmen die ihnen zur Verfügung gestellten Embryonen genau unter die Lupe. Sie konnten ein Ei von Protoceratops analysieren, einem kleinen, pflanzenfressenden Dinosaurier aus der Familie der Ceratopsia, der in der Oberkreide lebte. Seine Größe ist vergleichbar mit der eines Schafes. Der untersuchte Embryo stammte aus einem Ei, das etwa 200 Gramm wog. Ein anderer Embryo, der in der gleichen Studie untersucht wurde, war der eines riesigen Fossils von Hypacrosaurus, einem Dinosaurier mit Entenschnabel, dessen Ei über 4 Kilo wog. Es sieht aus wie ein Basketball. Das ist kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, dass ein ausgewachsener Hypacrosaurus schätzungsweise zwischen 9 und 10 Meter lang ist und zwischen 2,5 und 4 Tonnen wiegt. Was werden die Forscher in den Embryonen analysieren, um mehr über die Inkubationszeit zu erfahren? Nun, sie werden sich die Zähne ansehen, denn sie enthalten alle Antworten. Zähne enthalten eine Fülle von Informationen. Für diese Studie interessieren sich die Wissenschaftler besonders für die Wachstumslinien der Zähne. Sie funktionieren nämlich ähnlich wie die Ringe an den Stümpfen eines Baumes. Die Analyse des Gebisses dieser beiden Embryonen ergab, dass die Inkubationszeit viel länger war als bisher angenommen. Diesmal sind die Dinosaurier näher an primitiven Reptilien als an Vögeln. Protoceratops hat eine Inkubationszeit von mindestens 3 Monaten, während Hypacrosaurus wahrscheinlich über 6 Monate alt war. Dieser lange Zeitraum, bevor die Eier schlüpften, ist wahrscheinlich eine der möglichen Antworten darauf, warum sie ausgestorben sind. Während der klimatischen Umwälzungen und der Kreidekrise könnte eine so lange Inkubationszeit ein ernsthaftes Handicap für das Überleben und Fortbestehen der Art gewesen sein. Das liegt aber nicht daran, dass die Eltern nicht versucht hätten, ihre Eier und Jungtiere zu schützen. Nach dem Ei ist es an der Zeit, über die Elternschaft zu sprechen. Waren Dinosaurier nur wilde, grausame und blutrünstige Bestien? Auch hier enthüllen Studien einige überraschende Fakten über diese Tiere aus einem anderen Zeitalter. Einige fossile Überreste lassen sogar das Gegenteil vermuten. Dinosaurier waren in der Lage, ihre Jungen heftig zu verteidigen, Nester zu bauen, zu erziehen und Wissen weiterzugeben. Der Protoceratops, den wir bereits erwähnt haben, ein kleiner pflanzenfressender Dinosaurier mit einem entenähnlichen Schnabel, verteidigte seine Eier und sein Nest mit großem Eifer. Er ist ein kleiner Pflanzenfresser und nicht gut für Angriffe ausgerüstet, aber er gibt nicht auf. Wir können uns vorstellen, wie er mit seinem Schnabel und seinem massiven Kopf versucht, den Velociraptor abzuwehren. Die beiden Kontrahenten, von denen der eine um das Überleben seiner Jungen und der andere um sein eigenes Überleben kämpft, werden beide im Kampf sterben und von einem Sandsturm begraben werden. Zumindest haben das die Überreste ihrer ineinander verschlungenen Knochen verraten. Diese Geschichte ist alles andere als ein Einzelfall unter den Dinosauriern. Die Fossilien des Psittacosaurus können auch vom elterlichen und wohlwollenden Geist der Dinosaurier zeugen. Paläontologen haben einen einzelnen erwachsenen Psittacosaurus gefunden, der von 34 kleinen Dinosauriern umgeben war, die sich in einem Kreis aufstellten. Über ihren Tod ist nur sehr wenig bekannt. Was wir wissen, ist, dass er schnell und inmitten von Aktivität stattfand.
Zumindest legen die Positionen, in denen die Dinosaurier gefunden wurden, das nahe. Aber was uns hier wirklich interessiert, ist die große Anzahl von Schlüpflingen und die Anwesenheit eines einzelnen Erwachsenen. Diese Fossilkonfiguration ähnelt einer Art Dinosaurier-Kinderstube. Ein Erwachsener spielt die Rolle des Kindermädchens und beschützt die Jungen der Gruppe. Es ist noch zu früh, um das zu sagen, aber es ist möglich, dass andere Dinosaurier-Eltern die Hilfe dieses Kindermädchens in Anspruch genommen haben, um Nahrung für sich und ihre Jungen zu beschaffen. Oviraptoren hingegen legten sich, wie die Vögel, die wir heute kennen, in ihre Nester, wobei sie ihren Körper in der Mitte des Nestes positionierten und ihre Arme zum Schutz der Eier über diese streckten. Die Fossilien hier bestätigten einmal mehr die schützende Natur eines anderen Mitglieds der Dinosaurierfamilie. In den 1970er Jahren wurde ein gigantisches, versteinertes Nest entdeckt, in dem vor über 80 Millionen Jahren Hunderte von Maya-Sauriern-Exemplaren lebten. Jack Horner, der Paläontologe, der sie entdeckte, untersuchte die Fossilien mit großer Sorgfalt. Ihre Position, ihre Anordnung zueinander, das geschätzte Alter jedes Einzelnen, alles wurde mit einem feinzahnigen Kamm untersucht. Dieses Mal enthüllen die Hinweise, dass Dinosaurier nicht nur in der Lage waren, Eier zu beschützen, sondern auch eine schützende Rolle zu spielen, nachdem sie geschlüpft waren. Tatsächlich kümmerten sie sich auch um ihre Jungen, sobald sie geboren waren. Aber wie können wir sicher sein? Anhand der Fossilien, die in und um die Nester gefunden wurden, können wir sehen, dass sich mehrere Jungtiere unterschiedlichen Alters in einem Nest befinden und Spuren von versteinerter Vegetation. Das bedeutet, dass Maya-Saurier ihre Babys nicht nur direkt im Nest fütterten, sondern sich auch um Neugeborene und Jungtiere kümmerten. Maya-Saurier waren nicht die einzigen, die sich über einen langen Zeitraum um ihre Jungen kümmerten. Wissenschaftler konnten durch die Analyse von Fossilien nachweisen, dass Psittacosaurus und Massospondylus zum Beispiel auch sehr engagierte Eltern waren. Bei den Pflanzenfressern konnten wir Fußabdrücke untersuchen. Diese Beweise sind von unschätzbarem Wert. Sie verraten uns, wie sie sich bewegt haben. Bewegten sie sich langsam oder schnell? In Gruppen oder allein? Fußabdruckstudien können uns aber auch sagen, wie die Gruppe selbst funktionierte. Wissenschaftler glauben nämlich, dass sich einige pflanzenfressende Dinosaurier in Herden bewegten, um vor Angriffen gewappnet zu sein. Es wurden zahlreiche Fußabdrücke gefunden, die es uns ermöglichen, die Funktionsweise der Herde im Detail zu analysieren. Es wurde festgestellt, dass junge Dinosaurier zwischen den Erwachsenen lebten und dass diese Herden lange saisonale Wanderungen unternahmen. Aber es gibt noch einen anderen Bereich, in dem die Dinosaurier ebenso überraschend sind. Das der Intelligenz. Die Intelligenz der Dinosaurier ist seit langem Gegenstand von Debatten. In der kollektiven Vorstellung waren Dinosaurier einfache Reptilien, ein wenig dumm, nicht sehr klug oder sogar ein wenig einfältig. Mit anderen Worten, sie waren nicht intelligent. Warum sollten wir das denken? Diese Vorstellung rührt von der Größe des Gehirns der Dinosaurier her, das nicht sehr groß war. Die gängigste Methode zur Messung der Intelligenz ist der Vergleich der Gehirngröße mit der Körpergröße, der sogenannte Enzephalisationskoeffizient. Bei vielen Dinosauriern, vor allem beim T-Rex, war dieser EQ, der Enzephalisationskoeffizient, niedrig. Man ging daher davon aus, dass Dinosaurier keine besonders intellektuell entwickelten oder nachdenklichen Wesen waren. Einige von ihnen stachen aus der Masse heraus,
wie zum Beispiel Troodon, der viele Jahre lang als der intelligenteste bekannte Dinosaurier galt, mit einem EQ von 6. Die Raptoren machten ihnen mit einem EQ von 5,8 Konkurrenz. Zum Vergleich, der Mensch hat einen EQ von 7,44. Das ist der höchste. Da der Mensch an der Spitze der Kette steht, war man der Meinung, dass diese Berechnungsmethode ein guter Weg ist, um die Intelligenz zu bewerten und sie messbar und vergleichbar zu machen. Dank der gefundenen Fossilien konnten die Wissenschaftler den Intelligenzkoeffizienten berechnen, indem sie die Größe des Körpers mit der Größe des Hohlraums verglichen, in dem sich das Gehirn befindet. Doch diese Methode wurde inzwischen in Frage gestellt. Schimpansen sind, wie viele Menschenaffen, für ihre Intelligenz bekannt. Sie sind in der Lage, Werkzeuge herzustellen, um Früchte zu öffnen, oder Insekten in Baumstümpfen oder Ameisenhaufen zu finden. Außerdem sind sie in der Lage zu kommunizieren und zu lernen. Es wurden zahlreiche Experimente durchgeführt, die die erstaunlichen Fähigkeiten dieser Tiere aufgedeckt haben. Wenn wir uns jedoch den IQ ansehen, wäre der Schimpanse ein Idiot, denn er erreicht kaum 2,49. Die Grenzen dieser Methode liegen klar auf der Hand. Raptoren und Troodons mögen hochintelligent gewesen sein, aber das bedeutet nicht, dass andere es nicht waren. Und noch weniger, dass wir diesen Mangel an Intelligenz auf alle Dinosaurier verallgemeinern sollten. Einige könnten dich sogar überraschen. Der Tyrannosaurus zum Beispiel wurde lange Zeit in die Kategorie der Idioten gesteckt. Und das ist keineswegs der Fall. Tatsächlich ist es der brasilianischen Neurowissenschaftlerin Susana Herculano-Hausel gelungen, die Anzahl der Neuronen im Gehirn des Tyrannosaurus zu zählen. Es stellte sich heraus, dass er nicht weniger als 3 Milliarden hatte. Das ist zwar weniger als die 80 Milliarden Neuronen des menschlichen Gehirns, aber es liegt immer noch irgendwo zwischen dem Schimpansen und dem Pavian. Das bedeutet, dass der T-Rex mindestens so intelligent war wie die heutigen Primaten. Wie haben die Wissenschaftler es geschafft, die Neuronen zu zählen, ohne das Gehirn des Dinosauriers zu haben? Knochen versteinern, Gehirne aber nicht. Susanna verließ sich auf ein Gesetz des Maßstabs. Dieses Gesetz des Maßstabs hat sich Jahr für Jahr durch Forschung, Studien und die Entdeckung einer sehr großen Anzahl von Tieren gefestigt. Dank dieses Maßstabs, der in den letzten Jahren durch zahlreiche Daten erweitert wurde, wissen wir, dass bei den Vögeln, vom kleinsten Kolibri bis zum größten Strauß, über das Huhn und den Adler, die Anzahl der Neuronen direkt mit der Masse des Gehirns verbunden ist, die wiederum direkt mit der Masse des Körpers zusammenhängt. Mit anderen Worten, wir können die Anzahl der Neuronen pro Gramm Gehirn ermitteln. Diese Berechnung gilt für Vögel, aber auch für Reptilien und Krokodile. Die Skala ist unterschiedlich, funktioniert aber für alle. Die statistischen Analysen des Forschers zeigen, dass das Verhältnis zwischen Körpermasse und Gehirnmasse bei den Theropoden demselben Gesetz folgt wie bei den Vögeln. Diese Ähnlichkeit könnte vielleicht dadurch erklärt werden, dass die modernen Vögel von den Dinosauriern abstammen. Sicher ist auf jeden Fall, dass der T-Rex alles andere als dumm war. Er wäre nicht nur in der Lage gewesen, Werkzeuge herzustellen, sondern auch sein Wissen weiterzugeben. Dieser Prozess und die verschiedenen gesammelten Daten ermöglichen es uns auch, unser Wissen in einem anderen Bereich zu aktualisieren. Das Alter ist eng mit der Anzahl der Neuronen verbunden. Mit anderen Worten, wir können die Lebensspanne verschiedener Dinosaurierarten schätzen. Außerdem wissen wir aufgrund der Beobachtungen bei Reptilien, Säugetieren und Vögeln, dass größere Tiere im Allgemeinen länger leben und dass Fleischfresser oft ein kürzeres Leben haben als Pflanzenfresser.
Während einige Dinosaurier, die weniger als einen Meter groß waren, nur 5 oder 6 Jahre lebten, konnten Dinosaurier wie der Brontosaurus zum Beispiel fast 80 Jahre alt werden. Die Lebenserwartung des T-Rex wird auf 25 bis 40 Jahre geschätzt. Angesichts seiner Langlebigkeit und Intelligenz hätte der Tyrannosaurus sein Wissen durchaus an seine Nachkommen weitergeben können. Aber nicht nur bei der Intelligenz der Dinosaurier sind wir von der Wahrheit abgewichen, entweder aus Unwissenheit oder weil wir übernommene Vorstellungen als Tatsachen übernommen haben. Dinosaurier haben ein schlechtes Image. Sie sind grausam, aggressiv und blutrünstig. Wie du dir vorstellen kannst, ist die Wahrheit viel komplexer als das. Das Gehirn eines Ticodontosaurus anticus könnte die Art und Weise, wie die Menschen über dieses Thema denken, verändern. Dinosaurier konnten auch soziale Tiere sein. Die Überreste des Ticodontosaurus anticus wurden schon vor langer Zeit ausgegraben. Sie wurden in den Laboren der Universität von Bristol aufbewahrt und seitdem nicht mehr untersucht, zumindest nicht mit der heutigen Technologie. Mit dem Scanner und verschiedenen 3D-Bildgebungswerkzeugen war es möglich, einen Abguss anzufertigen und Licht in das Innenohr zu bringen. Sie stellten fest, dass es 2 große Flokulärlappen gibt. Sie befinden sich im hinteren Teil des Gehirns und spielen eine wichtige Rolle für das Gleichgewicht. Ihre große Größe bei diesem Dinosaurier lässt darauf schließen, dass er wahrscheinlich zweibeinig war, im Gegensatz zu dem, was bisher angenommen wurde. Die Forscher konnten auch die Anatomie der Innenohren des Ticodontosaurus rekonstruieren und sie mit denen anderer Dinosaurier vergleichen. Demnach hatte er eine relativ hohe Hörfrequenz, die es ihm ermöglichte, die Geräusche und Schreie verschiedener Tiere zu hören, darunter auch die seiner Dinosaurierkollegen. Ein Hinweis auf mögliche geräuschgesteuerte soziale Interaktionen. Dinosaurier waren also intelligent und konnten sogar soziale Tiere sein. Wir haben über Artenvielfalt, Lebensweise, Fortpflanzung, Verhalten und sogar Intelligenz gesprochen. Aber wir haben vergessen, über ihren Lebensraum zu sprechen. Wo leben die Dinosaurier? Auf Pangea, ja, aber danach? Haben sie inmitten eines riesigen Sumpfes überlebt? Welche verschiedenen Umgebungen bewohnten die Dinosaurier? Dinosaurier lebten überall auf der Erde, aber einige lebten in ganz bestimmten Regionen, wie es auch bei vielen unserer heutigen Tiere der Fall ist. Im Laufe ihrer Forschungen konnten Paläontologen Karten der Welt erstellen, indem sie sich vorstellten, wo Dinosaurier gelebt haben könnten. Sie stützen sich dabei auf ihr Wissen über Dinosaurier, Tiere und Biologie sowie auf ihre Interpretationen der gefundenen Überreste und Fossilien. Diese Karten entwickelten sich im Laufe der Jahrtausende weiter und folgten zum Beispiel neuen geografischen Anordnungen und klimatischen Veränderungen. Das Trias-Zeitalter zwischen 252 und 201 Millionen Jahren war nicht nur durch die Geburt der Dinosaurier, sondern auch durch eine ganz besondere Konfiguration der Erde gekennzeichnet. Unser Planet besteht aus einem einzigen Kontinent. Eine einzige, einzigartige Landmasse. Pangea. Die Dinosaurier lebten und entwickelten sich auf diesem einzigartigen Land. Doch einige Arten sind sich nie begegnet. Das Land ist einzigartig, aber das Klima ist es nicht. Beginnen wir in der Mitte von Pangea. Hier scheint das Innere völlig trocken gewesen zu sein. Eingeschlossen hinter massiven Gebirgsketten
die jede Feuchtigkeit ablockten. Das Klima ist fast wüstenähnlich. In der Nähe des Äquators ist das Klima ganz anders, mit üppigen, feuchten Tropenwäldern. Sie ähneln zum Beispiel den Dschungeln im Amazonasgebiet. Andere Regionen sind eher gemäßigt. Kurz gesagt, das Biotop ist von einem Ort zum anderen auf Pangäa sehr unterschiedlich. Jede Art hat sich in einer Umgebung niedergelassen, die ihren eigenen Bedürfnissen entspricht. Jede Art ist so ausgestattet, dass sie sich an die spezifischen Bedingungen ihrer Umgebung anpassen kann. Es wäre daher falsch zu behaupten, dass alle Dinosaurier in Sümpfen oder Regenwäldern lebten. Dinosaurierfossilien wurden in Gebieten gefunden, von denen man annimmt, dass sie Seeufer, Lagunen, Sümpfe, Wüsten, gemäßigte Wälder, Savannen und Ebenen waren. Dinosaurier bewohnten jede dieser Umgebungen. Eine weitere überraschende Tatsache: ihr Unterschlupf. Wir stellen uns Dinosaurier immer in der Nähe eines Gewässers vor, das von einem Dschungel umgeben ist, oder inmitten einer Ebene mit Bergen im Hintergrund. Aber Dinosaurier, oder zumindest einige von ihnen, waren in der Lage, ihre eigenen Behausungen zu bauen. Im Jahr 2007 fanden Paläontologen Fossilien an einem erstaunlichen Ort, zumindest nach dem, was wir bis dahin wussten. Die Überreste von drei Dinosauriern, einem Erwachsenen und zwei Jungtieren, wurden in der Kammer eines Baues gefunden. Das bedeutet, dass der Dinosaurier einen mehr als 2 Meter langen Tunnel gegraben und an seiner tiefsten Stelle eine Kammer geschaffen hatte, in der seine beiden Jungen lebten. Dieses Mal enthüllen die Fossilien einen grabenden Dinosaurier. Es ist ein Oryctodromeus cubicularis. Dieser Pflanzenfresser war nicht nur zum Laufen, sondern auch zum Graben ausgerüstet. Die Schnauze ist robust mit verschmolzenen Prämaxillaren. Das Schulterblatt ist kräftig und die Wirbel in der Nähe des Beckens sind verschmolzen. Dieser kleine Dinosaurier scheint also gut ausgerüstet zu sein, um energisch zu graben. Aber seine 2 langen Beine machten ihn wahrscheinlich auch zu einem schnellen Läufer. Wie du siehst, sind Dinosaurier wirklich erstaunliche Tiere, die uns mit jeder neuen Entdeckung immer wieder aufs Neue in Erstaunen versetzen. Doch vor 66 Millionen Jahren verschwanden diese beeindruckenden, charismatischen Kreaturen von unserem Planeten. Werfen wir einen Blick zurück, wie lange sie die Erde bewohnten, und erfahren wir mehr über ihr Aussterben. Die Dinosaurier herrschten über 165 Millionen Jahre lang über die Erde. Aber ist das überhaupt eine Herrschaft? Lebten die Dinosaurier während dieser langen mesozoischen Periode allein auf der Erde? Die Dinosaurier herrschten 165 Millionen Jahre lang und waren sehr vielfältig. Tatsächlich gab es sehr viele Dinosaurier, die den Kontinent durchstreiften. Es gab Pflanzenfresser und Fleischfresser, Jäger, Sammler, Buddler, Zweibeiner, Vierbeiner, Gefiederte und Geschuppte, kleine und schnelle, schwere und langsame, große und lange. Kurz gesagt, die Dinosaurierfamilie wuchs und entwickelte sich. Heute sind uns etwa 1200 Arten aus Fossilienfunden bekannt. Aber das sind nur die Arten, die mit viel Glück Fossilien hinterlassen haben, die von ihrer Anwesenheit zeugen. Die große Mehrheit hat keine Spuren hinterlassen, weil die Bedingungen für die Fossilisierung einfach nicht gegeben waren. Diese Zahl ist daher nur ein Auszug aus der Anzahl der Arten, die tatsächlich existierten. Wenn die Dinosaurier zahlreich waren und einen großen Teil des Kontinents bewohnten, waren sie dann die Könige des Mesozoikums? Waren sie die einzigen Arten, die auf der Erde lebten?
Wir wissen bereits, dass es auch Meeresreptilien und Pterosaurier, die fliegenden Reptilien, gab. Aber sie waren nicht die einzigen Zeitgenossen der Dinosaurier. Man könnte meinen, dass die Säugetiere zur Zeit der Dinosaurier ihren Platz noch nicht gefunden hatten. Dass sie bis nach dem großen Aussterben gewartet haben, um zu gedeihen. Forscherinnen und Forscher behaupten jetzt, dass das nicht ganz stimmt. Dinosaurier und Säugetiere, genauer gesagt ihre Vorfahren, die Säugetierartigen, sind praktisch zur gleichen Zeit entstanden. Tatsächlich waren die Säugetiere des Mesozoikums viel vielfältiger als bisher angenommen. Es gab sogar eine ganze Reihe von ihnen, die neben den Dinosauriern lebten. Einige Säugetiere waren natürlich die Beute der stärksten oder schnellsten fleischfressenden Dinosaurier. Aber die Raubtier-Beute-Beziehung war nicht immer so einfach, wie du das vielleicht denkst. Die Entdeckung eines besonderen Fossils beweist, dass nicht alle Säugetiere den Dinosauriern ausgeliefert waren. Ganz im Gegenteil. Rhipenomamus gigantic ist ein großes Säugetier aus dem Mesozoikum. Wahrscheinlich das größte seiner Zeit. Paläontologen haben ein Fossil dieses Tieres untersucht, das im heutigen China gefunden wurde. Um die Lebensweise und die Ernährung dieses Rhipenomamus-Riesen zu verstehen, analysierten Paläobiologen seinen Mageninhalt, das heißt die Spuren von Elementen, die noch in seinem Magen vorhanden waren. Nach der Untersuchung des Mageninhalts stellte sich heraus, dass es sich um die Überreste eines Psittacosaurus und anderer Reptilien handelte. Dieses Säugetier war also ein Fleischfresser und zögerte nicht, es mit Dinosauriern aufzunehmen. Dieses Beispiel von Fleischfressern sollte jedoch nicht als repräsentativ für die Mehrheit angesehen werden. Vor dem Aussterben der Dinosaurier waren die Säugetiere meist nachtaktiv und Insektenfresser. Vielleicht war es das, was sie in die Lage versetzte, die Krise am Ende der Kreidezeit zu überleben. David Grossnickel, ein Forscher an der Universität von Washington in den USA, hat eine Reihe von Studien zu diesem Thema durchgeführt. Nach den Arbeiten seines Teams durchliefen die Säugetiere im Laufe ihrer Geschichte drei große evolutionäre Radiationen. Dadurch konnten sie sich an ihre Umwelt und neue ökologische Nischen anpassen. Sie gediehen und diversifizierten sich. Die neuen Arten, die auftauchten, konnten klettern, rutschen oder Höhlen graben. Ihre Ernährung verlagerte sich auf Fleisch, Blätter und Krustentiere. Mindestens zwei dieser evolutionären Radiationen fanden statt. Eine zu Beginn des Jura, vor 190 bis 163 Millionen Jahren, und die andere in der oberen Kreidezeit, vor etwa 90 Millionen Jahren. Zu einer Zeit, als die Dinosaurier noch auf der Erde lebten. Auch Dinosaurier durchliefen eine bedeutende biologische Evolution und Diversifizierung. Wir haben eindeutig eine große Vielfalt und eine Evolution der Arten erlebt, sowohl körperlich als auch in Bezug auf die geistigen und sozialen Fähigkeiten. Wenn beide Familien gedeihen, deutet dies darauf hin, dass ein Zusammenleben zwischen diesen beiden großen Gruppen möglich war. Dennoch nähern wir uns jetzt dem Ende der Dinosaurier. Vor 66 Millionen Jahren sind sie endgültig verschwunden. Sind die Säugetiere daran schuld? Ist es ein Versagen der Evolution? In der kollektiven Vorstellung starben alle Dinosaurier plötzlich aus, als diese Gruppe von Arten auf ihrem Höhepunkt war. Sie verschwanden nach einer noch nie dagewesenen Katastrophe. So viele Fehler in so wenigen Sätzen? Nein, die Dinosaurier sind nicht alle verschwunden. Nein, nicht auf ihrem Höhepunkt. Und nein, nicht plötzlich und schließlich nein, nicht nach einem beispiellosen Kataklysmus.
Massenaussterben gab es viele. Die Krise in der Tertiärkreidezeit war mit 50% der ausgestorbenen Arten bedeutend. Aber das ist nichts im Vergleich zur Perm-Trias-Krise, bei der fast 95% der Arten auf der Erde ausgerottet wurden. Zweitens war keines dieser Aussterbeereignisse so plötzlich und heftig, dass es alle Arten in nur wenigen Tagen auslöschte. Es waren lange Krisenzeiten, die sich über Tausende oder sogar Millionen von Jahren erstreckten. Sehr heiße oder sehr kalte Temperaturschwankungen, Veränderungen der Luftzusammensetzung oder sogar Veränderungen des Säuregehalts der Ozeane führen, wenn sie sich über den ganzen Globus verteilen und zu schnell sind, als dass sie sich den Lebewesen anpassen könnten, zu einer Krise. Es geht schleichend, aber die Auswirkungen sind unvermeidlich. Tausende von Arten sind dem Aussterben geweiht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Krise in der Kreidezeit mehrere Ursachen hatte. Wie wir bei der Krise am Ende des Perms gesehen haben, sind die Ursachen für solche Krisen oft vielschichtig und von Veränderungen auf globaler Ebene geprägt. Spuren von sehr starker vulkanischer Aktivität finden sich in den Traps des Dekan im heutigen Indien. Aber im selben Zeitraum, vor 65 Millionen Jahren, gab es ein weiteres großes Ereignis, das die Geschichte unseres Planeten für immer geprägt hat. Ein Meteorit schlug in Mexiko, in Chicxulub, auf der Erde ein. Der Meteorit hatte einen Durchmesser von 10 und 80 Kilometer. Ein Einschlag eines Himmelskörpers von solcher Größe und Geschwindigkeit verursacht irreparable Schäden und wirkt sich auf alle Ökosysteme aus. Permanente Vulkanausbrüche und der vom Meteoriten aufgewirbelte Staub brachten die Ordnung der Dinge durcheinander. Die undurchsichtige Atmosphäre hätte die Sonneneinstrahlung eingeschränkt. Die Pflanzen könnten nicht mehr von der Photosynthese profitieren, ihrer lebenswichtigen Energiequelle. Pflanzenfresser, die keine Vegetation mehr hatten, wurden ihrer Nahrung beraubt und starben ihrerseits. Dann kamen die Fleischfresser, die ebenfalls keine Nahrung mehr hatten, von der sie leben konnten. Den meisten wissenschaftlichen Daten zufolge fand dieses Aussterben in geologischer Hinsicht sehr schnell statt. Die unmittelbaren und kurzfristigen Auswirkungen des Einschlags, wie globale Brände, Tsunamis, eine verlängerte Nacht, die durch Aerosole und Ruß in der Atmosphäre verursacht wurde, und ein drastischer Temperaturabfall sollen für viele Lebensformen katastrophal gewesen sein. Es folgte ein langfristiger Treibhauseffekt durch die beim Aufprall freigesetzten Gase, der zu einer globalen Erwärmung führte. Die genaue Geschwindigkeit des Aussterbens ist noch umstritten, aber viele Studien deuten darauf hin, dass es innerhalb weniger Jahre bis zu mehreren tausend Jahren nach dem Einschlag stattgefunden haben könnte. Einige Arten überlebten die Umwälzung. Zum Beispiel haben kleine, insektenfressende Tiere, Aasfresser, Schildkröten, Haie, Krokodile und viele andere überlebt. All das geschah vor 66 Millionen Jahren, während der Blütezeit der Dinosaurier. Nun, nicht ganz ihre Blütezeit. Zahlreiche Untersuchungen am Ende der Kreidezeit haben nämlich ergeben, dass die Dinosaurier im Rückgang begriffen waren. Die Zahl der Dinosaurier, insbesondere der großen Exemplare, ging drastisch zurück. Auch die Artenvielfalt nahm ab. All das bedeutet, dass ihr Untergang wahrscheinlich unwiederbringlich war. Die Erklärung dafür ist immer noch unklar. Einige Wissenschaftler glauben, dass die Zersplitterung der Kontinente nach dem Auseinanderbrechen von Pangäa ihnen zum Nachteil gereicht hat. Der Klimawandel, der das Klima und die Flora veränderte,
Der Anstieg des Meeresspiegels und andere Phänomene führten dazu, dass große Tiere in diesen kleineren Räumen benachteiligt wurden. Das Auftauchen und die Diversifizierung der Blütenpflanzen, insbesondere der Bedecktsamer, hat möglicherweise auch die Ökosysteme auf dem Land verändert. Während einige Dinosaurier in der Lage waren, sich an diese neuen Nahrungsquellen anzupassen, könnten andere, insbesondere die großen spezialisierten Pflanzenfresser, benachteiligt gewesen sein. Es wäre jedoch völlig falsch zu sagen, dass die Dinosaurier verschwunden sind. Tatsächlich sind die Dinosaurier nicht vollständig verschwunden. Das ist richtig. Ihre Nachkommen leben immer noch unter uns und haben es geschafft, sich in allen Teilen der Welt zu etablieren. Viele von ihnen begegnen uns jeden Tag, ohne dass wir uns vorstellen können, dass ihre Geschichte so weit in der Zeit zurückreicht. Ich spreche von Vögeln. Die Familie der Theropoden hat die Krise tatsächlich überlebt. Erinnerst du dich, dass wir über diese Familie gesprochen haben, als wir die Klassifizierung der Dinosaurier besprochen haben? Zu den Theropoden gehören Tyrannosaurier, Velociraptoren, Allosaurier und sogar Vögel. Eine weitere wichtige Nuance. Vögel sind nicht, wie du vielleicht denkst, Vertreter der Dinosaurier, sondern eigenständige Dinosaurier, die eine der Theropodenfamilien bilden. Die Geschichte der Dinosaurier ist deutlich länger, als wir uns vorstellen konnten, und viel komplexer, als wir dachten. Sie sind außergewöhnliche Tiere, deren Erforschung uns auch heute noch überrascht. Jede neue Entdeckung ist eine kleine paläontologische oder biologische Revolution. Es ist also kein Ende unserer Reise ins Land der Dinosaurier in Sicht. Wir haben noch viel von diesen Tieren aus einer anderen Zeit zu lernen.